Hi Fans, alles easy, ich bin's wieder, der Turbo-Rengi, mit einem weiteren Video zu der TurboSounds-App. In diesem Fall eher gesagt zu einem Board. Und zwar ist es das neue Bluetooth-Pedal von Stoppbacher MIDI. Ich habe ja in meinem Akkordeon Stoppbacher MIDI drin, bin sehr, sehr zufrieden damit. Es hat sehr, sehr viele Funktionen, ist schnell störungsunanfällig oder wie sagt man da, also keine Aussetzer oder so Sachen. Genau, und der Stoppbacher-Set, der ist ja aus der Steiermark in Birkfeld. Könnt ihr im Internet nachschauen, der stmusic.at, der hat jetzt extra ein Pedal gebaut für die TurboSounds App. Man kann es jetzt natürlich auch für andere App-Anwendungen auch hernehmen, also fürs iPad, weil es ja mit Bluetooth läuft, aber in dem Fall stelle ich euch das jetzt vor. Der Vorteil von diesem Bluetooth-Pedal ist, es ist ziemlich robust, sage ich mal, im Vergleich zu anderen und hat große Taster, also da kann ich wirklich im Sitzen oder auch im Stehen. Es ist, hat so Füße auf der Seite, dass es nicht flach ist, ist besser, sondern so, es ist schräg und man kann es wirklich gut schalten und es ist halt sehr robust. Genau, dann haben wir dieses Bluetooth-Pedal, diese vier Taster oder Schalter, je nachdem, wenn man es haben möchte. Und hier heroben ist, steht es eh schon drum, Bluetooth-Pedal SW1. Schaltet man das Ganze ein, das Ganze läuft mit vier Batterien, die da unten drinnen sind, das zeige ich euch dann noch. Wobei diese Batterien, vier Stück, also mit dem, ich habe jetzt noch nicht die genaue Laufzeit, aber ich glaube, dass man Bluetooth braucht ja nicht viel, die Schalter rein. Ich glaube, dass man da 3-4 Monate mindestens reicht mit einer Füllung. So, jetzt gehen wir einfach, schalten wir das einmal ein da oben bei An. Dann blinkt das Ganze, also diese Sachen. Dann drückt man einmal jedes Pedal durch. Das war es eigentlich schon. Und dann muss man in der TurboSounds App bei Einstellungen hingehen und dann einfach auf Bluetooth, da drauf, Bluetooth muss natürlich eingeschaltet sein im iPad, davon gehe ich aus. Und dann, ich habe jetzt das schon mal angesteckt gehabt, bei dir kann es sein, dass er da das Suchrad kommt, dann sollte er das STMusic FSW1 finden und da siehst du jetzt nicht verbunden, jetzt gehst du einfach da drauf. Verbunden, nicht verbunden, genau so kannst du das trennen. Jetzt gehst du drauf, jetzt wird es verbunden und jetzt steht dann verbunden da, somit ist das MIDI-Pedal verbunden. Das Bluetooth-Pedal, genau. Was kann ich jetzt mit dem machen? Wir haben das so gemacht, dass das Zweier-Pedal nach rechts schaltet und das Einser-Pedal nach links. Somit kannst du die Sessions durchschalten, kannst relativ schnell machen. Genau, und wie gesagt, kannst fest draufsteigen. Dann haben wir ja seit kurzem haben wir ja diese Umschaltfunktion. Moment, wo war das? Das war da. Dann mache ich da jetzt einfach mal diese App auf, diese Session, dass du das siehst. Und zwar haben wir den Dreier jetzt, der schaltet jetzt Instrumente um. Wenn du mal genau hinschaust, also das stellst du ja in der App ein, das habe ich in dem anderen Video gezeigt. Wenn ich jetzt da drauf drücke, wird Trompete und Klarinette aktiviert. Wenn ich nur mal draufsteige, ist es weg. Ich drücke kurz drauf auf die Tastatur, kommt nichts, drücke drauf, habe ich die Bläser. Ich kann natürlich alle Instrumente belegen in der TurboSounds App. Das zeige ich dir da nochmal schnell. Da ist es praktisch das Instrumente aus einschalten. Da stellst du ein, was aus und eingeschaltet wird und kannst es dann ganz einfach mit diesem Schalter machen. Der vierte hat dieselbe Funktion, das heißt, du kannst praktisch nur mal was aus- oder einschalten. Ist vielleicht ganz interessant, weil manche immer gefragt haben, von Umschalten von kurzem Bariton auf langes Bariton, das kannst du dann machen, einfach in der App einstellen. Das ist eigentlich relativ einfach, aber da gibt es eher ein eigenes Video dazu. Dann haben wir bei diesem tollen Bluetooth-Board noch hier heroben zwei Buchsen. Und die sind eh beschriftet. Das heißt, du hast einmal einen Sustain, entweder Schwelle oder Taste oder sowas, und da hast du Expression-Pedal. Und das machen wir jetzt auch einmal. Steckt man einfach, da kannst du einen ganz normalen, ich nehme jetzt wieder meinen alten, 25 Jahre alten Fußpedal von Yamaha her. Das stecke ich jetzt da herum ein bei Expression, also in dem Fall die untere Buchse, einfach in die Buchse rein. Ich habe jetzt da ein bisschen ein zu langes Kabel, ich würde mir normalerweise ein kürzeres nehmen, aber zum Vorführen reicht es. Und da habe ich jetzt auf der, ich schnur es um, dann sieht man es vielleicht besser,
auf der Diskantseite. Expression Pedal kann man ja auch jedes Instrument einstellen, auf was das Pedal wirken sollte. Das ist aber auch in einem anderen Video. Wenn ich runtergehe, ist weg. Dann kann ich wieder mit einem Akkordeon weiterspielen. Also ein Expression-Pedal. Und bei der zweiten Buchse habe ich auch einen von Yamaha. Wie gesagt, das sind Schalter, die kosten ein paar Euro. Das ist ein Taster. In dem Fall, den stecke ich jetzt hier in der zweiten Buchse an. Bei dem, wie gesagt, normal gehört das schön am Boden runter. Aber ich habe es mit einem Bucken. Genau, da kann ich jetzt ein Sustain drauflegen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da Sustain habe. Genau. Jetzt auf der Gitarre gelegt, auf der Dings, wenn man jetzt normal drückt, ist es weg. Und wenn ich auf Sustain gehe, genau, also ganz tolle Funktionen, alle Grundfunktionen sind verdroben bei diesem tollen Bluetooth-Pedal. Ganz einfach zum Anschließen und wie gesagt, du bist unabhängig jetzt, wo das iPad steht oder wo, du kannst es einfach irgendwo am Boden hinlegen. Vielleicht kürzere Kabel dazu, oder wir haben schon eine Idee gehabt, vielleicht, dass man sie diese beiden, also Sustain-Taster oder das Expression-Pedal noch da dran schraubt auf ein Brettl oder so, dann hast du alles beieinander. Genau, tolle Sache. Da wieder ausschalten. Dann kann man das Stecker rausmachen. Jetzt zeige ich da unten bloß noch das Batteriefach, das was da drinnen ist. Einfach da aufschrauben. Mit dem Fingernagel oder mit dem Schraubenzieher. Genau, da ziehst du das, schiebst du das vor, Deckel runter und da sind die vier ganz normale Batterien drinnen. Genau, ich hoffe, dass dir das geholfen hat oder dass dich das interessiert. Und wenn du Interesse an dem tollen Pedal hast, dann meldest dich am besten direkt beim Stoppbacher, bei, da herum steht es eh, www.stmusic.at. So long, alles easy, sagt der Turbo Reini.